Moin Moin Hero Maniacs, hier ist der Schau und ich begrüße euch zum ersten Video aus der Riders of Icarus Beta. Ja, das Spiel ist momentan noch in der Closed Beta Phase verfügbar, wird am, lass mich nicht lügen, 5. Juli, glaube ich, in die offene Beta gehen, wird dann auf Steam erhältlich sein. Das Ganze ist im Grunde genommen ein kommendes Free-to-Play-MMO und hat sich meine Aufmerksamkeit unter anderem aus zwei Gründen gesichert. Zum einen, da das Spiel so ein wenig, was der Name schon sagt, das Riders-Prinzip in den Vordergrund stellt. Das heißt, wir zähmen unsere eigenen Mounts, es gibt Drachen, ich liebe Drachen. Und auf der anderen Seite, wir sehen das hier oben schon, so ein wenig neumodische MMO-Kampfstile, also sehr aktive Kämpfe, mit klassischen MMO-Aspekten kombiniert. Und ich dachte mir, hey, warum starten wir nicht mal gemeinsam rein, gucken uns an, was kann Riders auf Icarus, und wir starten mit der Charaktererstellung. Dafür gibt es momentan 5 Klassen, die dann am 5. auch erhältlich sein werden. Und ja, ich werde mich für den klassischen Tank entscheiden, weil das, finde ich, immer ist eigentlich nie so das, was ich gerne spiele. Aber auf der anderen Seite, in dem Fall hier, will ich es mal wählen. Einfach weil auch unter anderem diese Rüstung so cool aussehen. Auch wenn man sich hier wieder so ein bisschen drüber streiten kann. Weibliche Rüstung, was soll das hier eigentlich abhalten, wenn da keine Rüstung ist? Naja, typische Probleme, möchte ich fast sagen. Also wie gesagt, 5 Klassen. Es gibt den Berserker, scheinbar typische DPS-Klasse. Wir haben den Wächter, einen ja, klassischen Tank. Es gibt den Meuchler. Im Original ist es der Assassine, heißt er. Wir sehen es hier, 2 Klingen dabei. Agiert scheinbar primär über Kombos, wie wir es hier sehen, Luftkombos. Es gibt den Priester, natürlich der klassische Heiler, und einen Magier, der hier sehr, sehr fancy aussieht. Ich werde mich für einen Wächter entscheiden und ja, wir legen mit der Charaktererstellung los. Die seht ihr jetzt im Zeitraffer und dann starten wir ins Spiel rein. Ja, wir sind mittendrin und unsere weibliche Kriegerin Lunara ist erstellt. Und was wir jetzt am Spielstart sehen, ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Es gibt 2 Arten, dieses Spiel zu spielen. Zum einen relativ klassisch mit, ja, ich nenne es mal einem klassischen MMO-Keybinding, wo wir im Grunde auf der Stelle stehen, Ziele anvisieren und dann über die Hotkeys arbeiten. Oder alternativ über den Action-Modus, wo wir viel mehr Kombinationen über die Maus abfeuern. Und uns werden hier Standardklassen genannt, mit denen man welchen Modus... Ja, uns werden hier Standardklassen genannt, mit denen man, ja, die sozusagen vorgeschlagen werden, auch wenn man natürlich selbst wählen kann, wie man spielen möchte. Ich werde mich trotzdem einfach mal für den Action-Modus entscheiden und dann schauen wir einfach mal. Ja, hallo, wer bist du denn? Warum bin ich in der Gefängniszelle? I'm getting you out of here. Okay, das ist ein Plan. With any luck, they haven't moved the princess yet. Ja, dann mach mal die Tor, das Tor auf, du kleiner Rabe. Grab a weapon. You're no good to me unarmed. Oh
mein Gott, du bist aber ein freundlicher Crow. Okay, also er ist Crow. Kommandant des Onyx-Ordens. Sagt, wir sollen uns ein Schwert nehmen oder eine Waffe nehmen. Tun wir mal. This way. Keep that weapon ready. Leute, die mich aus einer Gefängniszelle rausholen, denen vertraue ich in der Regel. I'll get this gate open. See if you can break that lock. Over here. Oh, okay. We can say the same for the princess. Warte mal, warum hast du deine Rüstung behalten und ich laufe hier in so... in Lumpen rum, möchte ich fast sagen. Okay, wähle ein Ziel und drücke die 2, um meine Fertigkeit zu verwenden, okay? Gehen wir hier mal drauf. Yes! Das lief gut. The doors are locked. They know I'm here. Oh. Get that door open. We need to keep moving. Okay, bestätige bei. Oh, da kommt. Okay, wir sollen uns um das Tor kümmern. Das tun wir natürlich. Ja, keine Ahnung, wo wir hier reingeraten sind und warum wir in der Gefängniszelle sind. Aber hey, MMO-Anfänge müssen nicht Sinn machen und ich hoffe, es wird noch erklärt. So, beide Hebel sind runter. Tor ist offen. Dann würde ich sagen, helfen wir einfach mal hier unserem Team so ein bisschen. Ja, wie wir sehen, Kampfsystem sehr actionmäßig, wie es bei vielen MMOs heutzutage ist. Ist ja der neue heiße Schüssel, würde ich fast sagen. Another survivor. Oh, okay. Aber erstmal Gegner. Oh, nice. Ja, ich habe noch keine Ahnung, was meine Fähigkeiten hier sind, aber wie wir sehen, das, was ich hier drücke, ist scheinbar effektiv. Wäre natürlich ganz schön, wenn man zum Start von so einem Spiel einfach mal ein paar Infos kriegen würde, was man hier hat, aber das ist schon mal irgendwie eine Kette, die Leute heranzieht. So, er sagt, ruft mehr Wachen. Übrigens, das sind tatsächlich die höchsten grafischen Einstellungen, auf denen ich hier spiele. Sei an der Stelle einfach mal erwähnt. Also, es sieht nicht so schön aus wie zum Beispiel Black Desert Online. Just hold on. Where's the princess? I'm sorry. I failed. Rondo took her. We were taking the princess to a prophet. She was supposed to study Alora's relic to unlock its powers. The rain should have masked our tracks. But the Frostguard knew exactly where we were. You sold yourself. Rondo, stop.
Stay away from the princess! Stay down, Tortoise. I'll be sure to make note of your bravery. Come, princess. We have business. I won't let you take her! Wow, epische Zwischensequenz, muss man hier einfach mal sagen. Damon, we need to get word to the king. Sehr, sehr episch. Das hat mir persönlich gefallen. Und fucking Dragons, ich liebe Dragons. Come, we're running out of time. Ich kann hier drücken und mich quasi umsehen. Okay, ja, gehen wir erstmal im Tutorial raus, würde ich sagen. Wollen wir uns um diese Sachen kümmern. Ja, das war echt sehr cool. Also, wer mich kennt, ich liebe alles, was Drachen betrifft. Der Eragon ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ach, oh, wow. Mit Drachen machen wir bei mir nie was verkehrt. Deswegen freue ich mich auch so auf dieses Spiel. Oh, fuck, wer ist er denn? Your parole has been denied. Holy shit. Wer bist du denn? Wächterrex. Hässlicher Kerl, muss man an der Stelle einfach mal sagen. Aber gut, meine Klinge wird ihn, weiß ich nicht, in den Staub befördern. Okay, also der Stein gibt ihm scheinbar Kraft. Nicht an der Stelle wundern, wenn die Vertonung so ein bisschen hinter dem ist, wenn sich die Münder bewegen. Ich glaube, das liegt daran einfach, wie das Spiel gemacht ist, weil es ist ja ursprünglich ein koreanisches Spiel, glaube ich. Und irgendwie hat man da wohl ein bisschen geschlampt. So, jetzt machen wir den Kerl erstmal Platz hier. Oh, wow. Vielleicht soll ich mir einfach in seinen Rücken gehen. Wow, jetzt kriege ich aber hier eine Menge. Ich bin der Tank, mein Gott, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich am vordersten Front stehe. Na komm, Rexy. Ja, ja. Oh, ich konnte dir noch am Rock schauen, bevor er dich, bevor du dich aufgelöst hast, Buddy. Ist irgendwas zu looten? Warte mal, da liegt doch irgendwas, oder? Ne, liegt nix. Okay, kein Loot. Kein Loot im Tutorial. Gefängnis der Pein. Oh, die Stallungen. That was faster than I expected. Oh shit. The door won't hold. Move. We're getting out of here. Oh, nice. Pegasusse. Oh, I love it. Ja, und das ist natürlich, ich habe es schon erwähnt, eines dieser Hauptfeatures des Spiels, dass man auf Mounts reiten kann. Mounts später auch zähmen kann. Auf Drachen reitet. Und deswegen hat es eigentlich damals mein Fokus so ein bisschen gefunden. That door won't hold them for long. Folge Crow. Na gut, Crow, dann flieg uns mal weg von hier. Wo reiten wir jetzt nur? Das ist ein bisschen langweilig. Aber wir haben Pegasus. Ah, drück die Leertaste. Oh, nice. Yes, baby. Über den Wolken. Ah, ja, ja. Warte mal, folgt uns da irgendwas? Oh ja. Irgendwas war da tatsächlich. So, W und Doppel-Spacebar. Oh, nice. Gleiten. Oh, cool. Wow, da kommt echt ein Geschwindigkeitsgefühl bei rum. Ah, okay, jetzt sehen wir unsere Entfernung bis zum Ziel. War ein cooler Tutorial-Bereich, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das noch weitergeht, ob irgendein großer Kampf kommt, aber ja, hat nicht so super viel falsch gemacht. Man kann sich ein bisschen über die Grafik streiten, weil die ist nicht so super schön, aber
Ja, netter Anfang. Oh fuck, was ist das denn? Was ist das denn? Ist das ein riesiger Manta-Rochen in der Luft? Oh, er gehört scheinbar zu uns. Okay, so ganz happy sehen die nicht aus. Wow, guck dir das riesige Viech mal an. Wow. Wow, wow, wow. Ja, für uns ein guter Zeitpunkt, knapp 15 Minuten, um hier einen Cut zu machen. Morgen gibt es die nächste Folge und da werden wir genau an der Stelle weitermachen, das heißt nach der Ladesequenz. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Und ja, bis dahin.